06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Simon Schäder, den Vertrag verlängert, 3:1 zu Hause gegen Oberhausen gewonnen, vor 500 Fans. Ich denke auch für dich heute ein sehr, sehr gelungener Fußballtag. Ja, auf jeden Fall. Vertragsverlängerung dann am Abendspiel. Ja, haben wir relativ souverän gewonnen, glaube ich. Ich glaube, über die ganze Spielzeit schon dominant gewesen. Außer, ich glaube, so die letzten 10, 15 Minuten vor der Halbzeit, da waren wir ein bisschen, oder hat Oberhausen ein bisschen besser ins Spiel gefunden. Aber im Großen und Ganzen natürlich insgesamt perfekter Tag. Letztes Heimspiel, nochmal ein paar Leute dabei, gekrönt mit dem Sieg. Von daher passt heute alles. Und es war richtig, richtig schöner Fußball. Ja, der Platz war heute auch mal wieder in sehr gutem Zustand. Da konnte man den Ball gut laufen lassen. Ich glaube, wir haben es spielerisch ganz gut gemacht. Viele Chancen gehabt, hätten, glaube ich, noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Danach den Platzverweis, da war es natürlich eher so ein bisschen verwalten, ein bisschen auf Sicherheit spielen. Haben wir dann auch aber relativ souverän runtergespielt. Das haben wir während der Saison auch hin und wieder mal nicht so souverän gemacht mit einem Mann in Überzahl. Und von daher, ja, wie gesagt, gelungener Tag, 3 Punkte und jetzt ausruhen und am Samstag Pokalfinale. Lukas Frenkert, man will noch gar nicht ganz ans Saisonende denken, es kommt noch ein Pokalfinale. Trotzdem, für dich war es heute nach langer, langer Preußenzeit auch das letzte Heimspiel, das 3:1 gewonnen vor 500 Fans. Ein schöner Abschluss für dich? Ja, auf jeden Fall. Also keine Frage, einen schöneren Abschluss kann ich mir hier nicht vorstellen als Heimspiel. Natürlich, die Saison ist nicht vorbei. Das große Highlight erwartet uns Samstag, da geht's volle Power. Aber ja, natürlich, also es tut natürlich weh, so ein letztes Spiel hier im Preußenstadion nach 7 Jahren, aber ja, schöner kann es nicht sein mit Fans, ein 3:1-Sieg, sogar selbst noch ein Tor gemacht, also so viel, viel cooler geht es eigentlich nicht. Ihr habt vor allem auch gegen den Oberhausen ja eine gute Mannschaft, wirklich richtig schönen Fußball gespielt, sie gar nicht zur Entfaltung kommen lassen, war das genau der Plan? Auf jeden Fall, also ich denke, wir hatten heute sehr gute Bedingungen, vielleicht nicht so wie immer, und das erleichtert unser Spiel. Also wir spielen gerne Fußball, wir wollen hinten rausspielen. Ich denke, das hat heute überragend geklappt mit ganz wenig Manko und ja, das hat man gesehen, deshalb ist der 3:1-Sieg vollkommen gerechtfertigt. Und jetzt hat man Samstag einen Pott in die Höhe zu heben. Ja, auf jeden Fall, das wäre das Schönste, das wäre natürlich der allerschönste Abschluss. Viele von uns haben sowas auch natürlich noch nie gespielt, so ein Finale, das ist für uns alle was Besonderes und ja, wir geben alles, jetzt haben wir eine kurze Vorbereitungszeit, die wollen wir voll nutzen und Samstag wird dann der Pott hochgeholt. Schöner Tag. Sascha Hildmann, du hast ein breites Grinsen im Gesicht, hast gerade schon gesagt, es ist ein schöner Tag. Ich glaube, viel mehr muss man heute fast gar nicht sagen. Ich glaube, dass wir heute ein super schönes Fußballspiel gesehen haben. Wir waren sehr engagiert von Anfang an. Dazu unsere Zuschauer heute, die ganz, ganz tolle Stimmung gemacht haben. Es hat so richtig Spaß gemacht, mal wieder vor Zuschauern zu spielen. Und das hat uns wirklich nochmal gepusht. Und von Anfang an bis zum Schluss waren sie da. Und das war die Preußen-Familie. Macht einfach Spaß. Und so viel Szenenapplaus wie heute gab es, glaube ich, auch tatsächlich selten. Ja, dann haben sich die Jungs aber auch tatsächlich verdient, weil wir jeden Ball hinterhergejagt sind. Sie haben nicht aufgegeben. Dann nimmst du auch die Zuschauer mit, ganz klar. Und dann gibt sowas dann manchmal auch einen Lauf. Und wir haben das Spiel klar dominiert, waren klar besser. Viel mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Kann man das heute aufsaugen und vielleicht bis Samstag mitnehmen, um dann eben ja, nochmal was richtig? Das müssen wir. Die Jungs wissen genau, dass am Samstag nochmal ein harter Knochen kommt mit Lotte. Und ich habe eben gesagt im Kreis, das war jetzt der erste Schritt. Am Samstag machen wir den zweiten Schritt. Gerrit Wickamp, ich glaube, heute muss man den Hut vor der Mannschaft ziehen. Die hat ein richtig starkes Spiel gemacht vor 500 Fans, sich dafür belohnt. Das war ein schöner Fußballabend. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Schöner Fußballabend. Ja, wir hatten mächtig Spaß, dass endlich wieder Fans da sind, dass endlich wieder ein paar Leute ins Stadion durften. Und ja, dann haben wir das schon als unsere Pflicht gesehen, heute nochmal ein bisschen was rauszuhauen, was im Tank steckt. Und den Fans ein Spiel und vor allem Sieg zu schenken. War es dann irgendwo auch ein schönes Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans? Ihr seid auf dem Platz in Vorleistung gegangen. Die Fans haben euch dann immer schön geantwortet. Man hat das Gefühl, ihr habt euch gegenseitig hochgepusht. Ja, so muss das im Endeffekt, so soll es dann am schönsten laufen hier bei Heimspielen. Ich hoffe sehr, sehr, dass Anfang nächster Saison noch mehr Zuschauer da sein dürfen, weil ich glaube, wir kriegen hier noch ein paar mehr rein. Und dann hoffe ich, dass wir ja in einen schönen Flow reinkommen mit den Fans zusammen als Mannschaft. Und dann ist, glaube ich, einiges drin.